sich um das zu kümmern, wofür ich hergekommen bin. Dafür fahre ich mit Bayards Sohn Richard und meinem Pferd Hank im Anhänger zum 130 Kilometer entfernten Winterquartier der Rinderherde. Richard ist auf der Bitterroot Farm aufgewachsen, hat einen Uni-Abschluss und ist froh, dass Cowboys nicht mehr in jeder Hinsicht so wie früher leben. Statt wie einst nur in einem Zelt mit Schlafsack zu schlafen, hat der heutige Cowboy eher ein Dach über dem Kopf. Aber so sehr hat der Lebensstil sich hier dann doch nicht verändert. Es geht immer noch um Pferde reiten, Zäune reparieren, Kühe treiben, sich um kranke Tiere kümmern, schauen, dass sich keine Viehdiebe herumtreiben. Nach wie vor könne man in Wyoming für Viehdiebstahl gehängt werden, erzählt mir Richard. Zwar werde das nicht mehr umgesetzt, aber allein die alte Drohung unterstreicht die Bedeutung der Rinderzucht für die Region. Und das sind die Tiere der Bitterroot Ranch. Etwa 450 Rinder, fast alle der Rasse Schwarze Angus. Warum treiben sie die Herde eigentlich immer noch per Pferd zusammen und nicht mit etwas mehr PS, frage ich mich. Pferde haben einfach den besseren Allradantrieb als Geländefahrzeuge. Und außerdem, es ist für Kühe natürlicher. Sie bewegen sich ruhiger, sind gelassener, wenn du zu Pferd kommst. Ein Geländefahrzeug erschreckt sie mehr. Die Tiere fangen schneller an zu rennen. Dabei wollen wir sie so entspannt wie möglich haben, wenn wir mit ihnen arbeiten. Wie man ein Pferd lenkt, weißt du jetzt. Nun musst du lernen, wie man eine Kuh lenkt. Wenn du sie in die Richtung treiben willst, dann musst du von der anderen Seite kommen. Wenn sie anfangen, nach links auszuweichen, musst du links von ihnen sein, um sie wieder nach rechts zu treiben. Jo, klingt doch eigentlich recht simpel. Ich sehe ein gewisses Potenzial da. Er ist noch etwas verhalten, aber das wird schon. Na also, wer sagt's denn? Zumal diese Pferde ja wie Schäferhunde funktionieren. Also die wissen schon genau, wo sie links und rechts die Kühe, die daneben sind, wieder einfangen sollen. Als nächstes müssen wir die Herde aufteilen, damit sie einfacher zu transportieren ist. Die Profis kümmern sich um die Stiere. Mir trauen sie lieber erstmal nur den Nachwuchs zu. Einige unserer Nachbarn setzen eine Menge Wachstumshormone ein und Antibiotika. Aber ich glaube, die Dinge ändern sich gerade in den USA. Die Verbraucher achten immer mehr auf so etwas. Daher produzieren wir nur Biofleisch, ohne Zusätze. Außer ein Tier wird krank, erst dann bekommt es Antibiotika. Die Herde ist bereit zum Verladen. Seit es Pferdestärken in Form von Sattelschleppern gibt, bekommt der Begriff Cattle Drive eine ganz neue Bedeutung. Und dann kommt Joe Leesburg ins Spiel.
Ihm ist es letztlich egal, ob er Kühe oder Kisten mit seinen Trucks transportiert. Hauptsache, man ist authentisch. Nun, einen Cowboy-Hut zu tragen, macht dich noch lange nicht zu einem Cowboy. Man muss schon auch anpacken, mit Pferden und Rindern arbeiten, Heu stapeln und all das. Wenn das die Definition eines Cowboys ist, dann gehören diese Männer hier ohne Zweifel dazu. Und dann schön der Reihe nach. Früher ritten die Cowboys mit den Herden tausende von Kilometern durchs Land. Dann kam der Stacheldraht und grenzte die Strecken ein. Heutzutage wird gefahren. Joe ist mal auf Rodeos geritten. Kälber mit dem Lasso einfangen war seine Spezialität. Er plant nun, ein paar Kühe für seine Kinder zu kaufen. Ich will, dass sie erleben, was ihr Großvater und ihre Urgroßväter gemacht haben. Und es lehrt sie, Verantwortung zu übernehmen. Wenn sie sich um eine Kuh kümmern müssen, lernen sie was fürs Leben. Ein Kind, das auf einer Ranch aufwächst, hat viel mehr Ahnung, viel mehr Respekt und arbeitet härter als ein Kind, das in der Stadt vor dem Fernseher aufwächst. Zumindest hat es dann sicherlich keine Angst, sich dreckig zu machen. Gut 2 Stunden später, Ankunft auf der Bitterroot Ranch. Die Herde muss sich erst wieder sortieren. Ich glaube, das nennt man in Cowboy-Sprache getauft werden. Ich stand eben zu nah am Trailer dran und der hat mir einfach ein bisschen in den Nacken geschissen, auf gut Deutsch. Wer war das von euch? Und dann lerne ich die weniger glamouröse Seite des Alltags hier kennen. Von wegen Cowboy-Romantik. Nicht umsonst nennt man das liebe Vieh manchmal auch Mistviecher. Shit happens, sagen die Amerikaner ja gerne, ne? Aber dass das so wörtlich gemeint war, ich mir auch nicht gedacht. Oh, das ist so hart. Ich kann echt froh sein, dass es noch kein Großfernsehen gibt. Im Wilden Westen tummeln sich aber nicht nur Rinder und Pferde. Auch sie helfen dem Betrieb hier, als eine Art behaarte, spuckende Alarmanlage für die Schafsherde der Ranch. Die Kojoten haben Angst vor den Lamas, aber die Lamas haben keine Angst vor irgendwelchen Raubtieren, weil sie in ihrer Heimat keine natürlichen Feinde kennen. Also rennen sie direkt auf Kojoten zu und wollen wissen, was das ist. Und die verdrücken sich dann ganz schnell. Leider funktioniert das nicht ganz so gut mit Wölfen. Vor einigen Jahren wurden im nahegelegenen Yellowstone-Nationalpark wieder Wölfe ausgewildert. Und die lassen sich von Lamas nicht so leicht verscheuchen.